Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal LP Born for Playing zu meinem neuen Let's Play Projekt Slender. Was ist Slender? Slender ist ein Horror-Schocker-Spiel. Das Ganze ist ein Indie-Game von, ich starte hier mal das Spiel schnell, von Parsec Productions. Und ja, das Ganze ist kostenlos, ihr könnt es euch kostenlos runterladen. Unten in der Beschreibung vom Video findet ihr den Link zum Spiel, dann könnt ihr euch das auch mal runterladen und testen, wenn euch denn mein Let's Play gefallen sollte. Und jetzt geht's los mit Slender. So, und jetzt kriegen wir eine Anweisung, und zwar Collect all 8 Pages. Und das ist auch schon Sinn des Spiels. Wir sollen einfach nur diese 8 Seiten finden, in diesem Wald hier. Das hört sich jetzt erstmal ziemlich unspektakulär an, aber jetzt gucken wir mal weiter. Und wenn ihr die nächsten 5 Minuten auch noch so gelassen bleibt, dann okay. Aber gut, jetzt fangen wir hier mal an. So, und durchsuchen den Wald hier nach diesen 8 Seiten. Und immer auf der Hut vor dem Slenderman, den ihr noch rechtzeitig sehen werdet, denke ich. Ah, jetzt, okay. Einmal tief durchatmen und diesen Baum hier einmal angucken. Und da hängt auch schon die erste Seite. Ich renne mal schnell, dann tut er die Taschenlampe so komisch runter. Oh, na egal. Da könnte jetzt theoretisch schon die erste Seite hängen. So, und... Ah, wenn jetzt alle hintersteht. Gut, da hängt tatsächlich die erste Seite. Help me. Und wir haben eine Seite gefunden. Und im Hintergrund kommt jetzt eine düstere Musik, die die Stimmung nochmal verschlimmert. Und der Nebel wird dichter. Mit jeder Seite, die wir finden, wird der Nebel dichter. Und das hilft uns nicht unglaublich weiter und macht das Spiel nicht angenehmer. Wie gesagt, mit jeder Seite wird die Musik schlimmer. Das ist erst die erste Stufe. Puh. Weitergehen, sonst holt er mich nur. Wow! Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Oh mein Gott! Renn weg! Renn, 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 renn! Scheiße! Scheiß Spiel! Oh mein Gott! Gut, also erster Schock. Jetzt habt ihr auch einen Slenderman gesehen und ihr wisst, um was es in diesem Scheiß Spiel geht. Oh mein Gott! Ah. Ja. Naja, ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der jetzt so Panik kriegt bei jedem Müll. Also wirklich, aber... Oh mein Gott. Wenn ihr glaubt, ihr habt alle guten Horrorfilme in eurem Leben gesehen... Na gut, dann seid ihr vielleicht dann tatsächlich irgendwann abgehärtet. Oh verdammt, hier ist so eine Sackgasse. Ah, hier ist der Zaun. Überall Hilfe, der ist irgendwo hinter mir. Ich will gar nicht hinter mich gucken. Ich gucke auch nicht hinter mich. Oh Gott. Ja, wenn ihr denkt, ihr seid Horror abgehärtet, dann spielt das Spiel mal. Und dann überlegt es euch nochmal. Weil das Spiel ist so simpel gemacht. Ich habe echt am Anfang gedacht, oh mein Gott, was ist das, ein lächerliches Spiel. Aber man kriegt dann doch ab und zu mal einen Schreck. Ha, ja, okay, weiter geht's. Wir müssen wieder die 8 Seiten finden. Ah, oh, hier sieht man gar nichts wieder. Hilfe, 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 verdammt. Hier ist so eine Art Weg. Da bleibe ich jetzt einfach mal drauf. Ist hier was? Nee, das ist nur wieder der Nebel. Oh mein Gott. Soll ich hinter mich gucken? Soll ich hinter mich gucken? Boah, boah. Da stand er. Da stand er, der Freund. Oh mein Gott.
Und es ist so frustrierend, weil der immer nur dran steht. Und ich habe keine Ahnung, wo jetzt hier das nächste... Oh Gott, ich muss rennen. Das ist direkt hinter mir. Scheiße, Mann. Ah, und wo renne ich denn gerade eigentlich wieder rum? Hier ist wieder eine Art Weg. Boah, und wir waren bis jetzt noch gar nicht an den schlimmsten Stellen vom Spiel. Es gibt nämlich noch so einige weitere... Oh, Horrorstellen, dann ist alles so dunkel, Hilfe, ich sehe gerade wieder gar nichts. Es gibt noch andere Stellen, wo ich jetzt sicherlich nicht reingehen werde, wenn der Typ direkt hinter mir ist, zum Beispiel dieses Haus. Ich guck mal schnell zum Eingang rein vielleicht. Das kann ich vielleicht wagen, hier. Und so sieht das ganze Haus aus, nur solche Gänge und überall so gekachelt. Und hinter jeder Ecke kann dieser Typ stehen und... Oh mein Gott, nein, da gehe ich nicht rein. Okay. So. Hier einmal um das Haus weiträumig außen rum. Da werde ich nicht reingehen, Leute. Nein, ich werde da nicht reingehen. Haltet mich von Weichei, aber nein, ich werde da nicht reingehen, weil sonst sind wir wirklich zu 100%ig tot. Weil der Typ ist weiterhin ziemlich direkt hinter mir, nehme ich an. Und ich drehe mich nicht nochmal um. Weil wenn wir ihn zu lang angucken, also ich weiß es nicht, nach welchen Kriterien der näher kommt oder nicht näher kommt, weil wenn wir ihn zu lang angucken, wird die Musik auf jeden Fall schlimmer, dann ist da dauerhaft so ein Summen im Hintergrund. Und jedes Mal, wenn das war bisher, war ich nach kurzer Zeit tot. Aber gut, ja... Ich traue mich gar nicht zwischen die Tanks hier zu gucken. Und ich will auch gar nicht zwischen die Tanks hier gucken. Aber na, ich habe erst eine Seite. Wie lächerlich ist das denn? Und ich will hier eigentlich auch nicht so im Kreis laufen. Weil sonst nur der nette Slenderman näher kommt. Okay, also da habe ich jetzt nichts gesehen. Das heißt, in die Richtung weiter. Oh nein. Okay, die Steine müssen wir auch absuchen. Und dann müssen wir jetzt wohl oder übel wieder so außen rum laufen. Schluck. Und uns dabei dann auch irgendwie umdrehen. Oh Gott, oh Gott. Ist da irgendwo eine Seite? Boah! Das habe ich gerade gar nicht gesehen, aber dieses Rauschen kam. Vielleicht habt ihr ihn gesehen. Ich habe jetzt gerade den Schock verpasst. Wobei es kam auch gar nicht dieser Paukenschlag. Das heißt, vielleicht haben wir ihn noch gar nicht gesehen, sondern wir haben nur in seine Richtung geguckt. Ja, also da suche ich jetzt auf jeden Fall nicht weiter mal. Folgt man mal hier dem Weg. Das ist irgendwie gerade ein bisschen blöd. Ich komme gerade an so wenigen Locations vorbei, wo ich auch tatsächlich dann was... mich trau hinzugucken. Und die Taschenlampe langt auch nicht ewig. Ich weiß, ihr seht jetzt wahrscheinlich ungefähr gar nichts. Ich auch nicht. Aber die Taschenlampe hält nicht ewig. Die hält nur, ich weiß es nicht, ich glaube 20 Minuten oder so. Aber, ja, ist das da vorne, der große Baum? Ist nur ganz normaler Wald. Boah, der Nebel war früher nicht in den früheren Versionen. Das macht es nochmal um einiges schlimmer. Ich kann so ein Scheißspiel nur so fertig machen. Ah, das sind wieder diese Kanister, ja. Da sind ja die Kanister, die man da so aus dem Nebel auftauchen sieht. Okay, bin ich jetzt wieder an dem Haus. Gut, dann muss ich jetzt, oh Gott, hier zwischen den Kanistern durch. Hoffentlich ist er noch hinter mir. Also hier ist keine Seite. Und ich fühle mich jetzt auch gerade wirklich nicht in der Lage, hier jetzt noch groß weiter zu suchen.
Ich will nur weiterlaufen. Oh. Wie gesagt, in das Haus gehe ich nicht rein. Also, Moment, ich guck mal hinter mich. Boah, da steht er wieder. Der ist nah. Der ist wirklich sehr nah schon. Vor allem für das, dass ich erst eine Seite habe. Hilfe, warum? Wo habe ich denn jetzt schon gesucht? An den Steinen da? Da war dieses Rauschen, weil ich mich umgedreht habe. Am Baum war gar nichts. An diesem Lastwagen war auch nichts. Wo hat es denn da noch 8 Stellen? Ja, okay, hier im Wald steht nochmal irgendwo so ein Lastwagen. Da ist vermutlich eine Seite und so ein Turm gibt es eigentlich auch noch. Ah, da hinten ist wieder irgendwas. Ist es der Lastwagen, wo ich vorher war? Also, okay. Ja, doch, das war, glaube ich, der Lastwagen, wo ich vorher schon war. Ist der Container? Was? Warum kommt jetzt die Musik jetzt schon automatisch? Ich habe sogar keine Seite aufgesammelt. Ah, macht mir nicht noch mehr Panik. Oder heißt es, dass er näher kommt oder nah ist oder was los? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich drehe mich nicht mehr um. Bringt das denn die Taschenlampe ausmach? Oh Gott, nein. Auf jeden Fall meinem Gemütszustand bringt es nichts. Wo denn? Ich habe ihn doch gar nicht gesehen, verdammt. Oh Gott, also ich habe ihn auf jeden Fall nicht gesehen. Wahrscheinlich stand er irgendwo hinterm Baum und ich habe ihn vor lauter Nebel gar nicht gesehen. Oh, sonst hätte ich ja noch einen größeren Schock gekriegt. Aber gut. Nein, da ist... Ah, wo war der jetzt? Hilfe, 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 Hilfe. Und es ist lächerlich, ich habe erst eine Seite von 8. Ich habe eine einzige lächerliche Seite. Und warum war der da gerade hinter dem Baum oder wo auch immer? Das geht doch eigentlich gar nicht, wenn der hinter mir ist. Also wenn er theoretisch immer hinter mir ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, warum spiele ich das Spiel eigentlich? Das ist nur tödlich. Das Problem gerade ist auch, ich renne total planlos durch die Gegend. Ich glaube, es gibt auch schon so Karten im Internet. Wo man einfach, oh Gott, und die Taschenlampe wird schon schwächer, kann das sein? Wenn die Taschenlampe aus ist, breche ich das Let's Play ab, dann... Ich muss jetzt hier vom Zaun weg. Wow, wo ist er? Hä, wo ist der? Oh mein Gott! Gott. Oh, wo war jetzt gerade das Rauschen? Da stand er wieder hinter irgendeinem Baum. Oh Gott. Ich muss hier weg vom Zaun. Es kann ja auch sein, dass er nur in meiner Sichtweite war, aber ich noch gar nicht mit der Taschenlampe angeleuchtet habe. Das kann auch sein, dass dann das Rauschen schon kommt. Dass ich ihn also wirklich noch gar nicht sehen konnte auch. Oh Gott, es ist dunkel. Was ist das da vorne? Ist da wieder der... Da ist schon wieder Zaun. Oh Gott, gibt's doch gar nicht. Ja, und ich kann nichts machen außer laufen in dem Spiel und Taschenlampe mit Rechtsklick an- und ausmachen. Also, oh, und ich sehe ja gerade gar nichts, denn die Taschenlampe wird echt schwächer oder ich bin verpeilt. Boah. Gerade überhaupt keine Orientierung mehr, wo ich denn sein könnte. Wir haben ja jetzt auch ewig schon keine Landmark mehr gefunden. Also so eine Stelle, wo theoretisch eine Seite sein kann. Ich renne jetzt gerade
total planlos im Wald rum und die Taschenlampe wird jetzt... Also, oh Gott. Also wie gesagt, gerade finde ich wieder gar nichts mehr. Sind das hier wieder... Okay, und die Taschenlampe ist jetzt gerade langsam echt ganz aus. Das ist ja... Okay, also hier sind jetzt auf jeden Fall wieder die Kanister hier. Ja, und die Taschenlampe wird schwächer. Verdammt. Gut, jetzt muss ich hier dazwischen gucken. Wow. Ich habe ihn wirklich nicht gesehen wieder. Ich habe nur das Rauschen gekriegt. Renne ich mal in die Richtung. Hier bin ich, glaube ich, noch nicht gerannt. Okay, und ja, also jetzt entweder die Taschenlampe muss jetzt schwächer werden. Ich sehe ja gar nichts mehr langsam. Das ist aber blöd. Also ich bin auch wirklich noch nie so orientierungslos rumgerannt. Da ist die... Ah, da ist das Rohr. Okay, da ist das Rohr. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall mal eine andere Richtung. Weil die Taschenlampe flackert auch schon und ist das nur der Nebel. Wahrscheinlich nur der Nebel. Oh, hoffentlich steht er da jetzt nicht drin. Ne, das ist eine Seite. Can't run. Na toll. Toll. Die Taschenlampe ist aus. Ich kann nicht mehr anmachen. Seht ihr überhaupt noch irgendwas? Oh Gott, die Taschenlampe ist leer, scheiße. Ja gut, jetzt... Also, ich sehe jetzt eigentlich nur noch die Bäume so als Umrisse. Shit. Wow, wo ist der? Wow, da direkt hinter mir. Scheiße, 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 scheiße. Gut, also das nächste Mal muss ich ein bisschen auf meine Taschenlampe aufpassen. Wenn ich das nochmal let's play, ich muss mir echt überlegen, ob ich mir das antue. Oh mein Gott, und toll, ich sehe jetzt halt hier auch gar nichts mehr. Und was da vorne noch? Ah, da ist nochmal so ein Tanklastwagen. Da ist nochmal eine Seite. 3 von 8. Oh mein Gott. Ist der noch direkt hinter mir? Wow, aber sowas von direkt hinter mir. Oh Gott, renn, renn, du Schwein. Renn einfach nur entlang vom Zaun, scheißegal, renn einfach. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass ihr irgendwas noch seht. Ich krieg gerade auf jeden Fall einen Schock nach dem anderen. Was ist das? Das ist hier dieser Tanklastwagen von vorhin. Also muss er mich eigentlich gleich haben. Entweder ich gucke aus Versehen mal zu lang an, wenn ich hinterguck, oder von hinten kommt eine kalte Hand auf meine Schulter. Boah, na und zieht mich rum. Okay, ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seht überhaupt noch irgendwas, weil YouTube macht es, glaube ich, nochmal alles ein bisschen dunkler immer. Hier war nichts an dem Baum. Deswegen drehe ich mich jetzt da gar nicht großartig um. Okay, er ist gar nicht... Oh, verdammt, er ist nicht mehr hinter mir. Wo ist er? Wo ist er? Und, oh mein Gott, ich sehe gar nichts. Also, ich sehe wirklich gar nichts mehr. Oh Gott, oh Gott. Ich versuche das Video ein bisschen heller zu machen, dass ihr das dann seht nachher. Oh nein, da ist ein Zaun.
Da hat's doch gerade wieder so ein Rauschen gehabt. Ein bisschen. Minimal. Minimal hat's gerade so ein bisschen dieses Störungsbild vom Fernseher gehabt. Also, oh, vielleicht ist er direkt hinter mir. Wow, ich weiß es nicht. Ich will es gar nicht wissen. Doch, ich will es wissen. What the fuck? Scheiße, okay, der hat mich gleich. Ich muss rennen, ein Stück. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Renner, ich sehe halt auch gar nichts mehr, verdammte Scheiße. Alter, wie kurz hebt denn die Taschenlampe nur? Boah! Also das nächste Mal unbedingt Taschenlampe sparen angesagt. Und da in dem Haus ist 100% eine Seite drin da. Also, geht ja gar nicht anders. Da steht er wieder, der Depp. Mein Gott, er ist ein bisschen weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, jetzt habe ich ihn aber gerade unter Kontrolle. Jetzt ist nicht mehr so schockermäßig. Jetzt weiß ich, er ist 10 Meter hinter mir. Und ich weiß, dass ich nicht in so ein Haus reingehen darf. Also ich komme hier direkt durch. Ne, das ist nicht da, wo ich direkt durchlaufen kann, glaube ich. Wird mir auch nichts bringen, denn nämlich sicher keine Seite so direkt dran. So, jetzt renne ich mal hier in den Wald rein. Was ist das da vorne? Ist das? Ach, das ist wieder diese. In welche Richtung bin ich denn damals weiter, gerade eben weitergerannt? Ich renne mal so weiter. Obwohl, nee, verdammt. So bin ich das letzte Mal weitergerannt, oder? Er atmet, oder sie atmet, oder mein Charakter atmet, wie auch immer. Ja, ich glaube, die kann nicht mehr sprinten jetzt. Weg. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, ja, das ist jetzt gerade ein bisschen fail. Oh verdammt, wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Wo ist er denn? Oh, da ist er. Verdammt, ich Depp. Da ist er. Okay, da ist er. Was drehe ich mich auch wieder zu dem hin? Bin ich eigentlich dumm? Puh. Shit, Schock. No. Und da ist der Zaun. Scheiße, 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 scheiße. Und das ist dieses komische, nervige Geräusch, was ich voll gemeint habe, wenn ich ihn einmal zu lange angeguckt habe, passiert genau das. Was am Anfang schon... Oh Gott, ich sehe nichts. Ich sehe nur diese Umrisse im Moment. Das ist wieder... Ist das wieder diese Röhre? Ich glaube im Moment nicht. Gleich. Jetzt ist sie wieder erschöpft oder er oder wie auch immer der Charakter. Mann, dessen, also ich meine, das ist halt scheiße, dass ich keine Taschenlampe mehr habe. Da muss ich im nächsten Let's Play unbedingt drauf achten, wenn es denn ein nächstes geben wird, muss ich mir echt noch sehr gut überlegen, ob ich mir das nochmal antue. Oh Gott. Aber ja. So, oh Gott, wo muss ich nochmal hin? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Ist gerade alles ein bisschen fail. Ich glaube, ich lasse mich jetzt erwischen, ganz ehrlich, Leute. Weil es bringt nichts. Ich sehe nichts mehr. Boah! Aber ich lasse mich doch nicht freiwillig von dem Typen erwischen. Ich muss es aber fast.
Da! Okay, hier ist nochmal was. Bin ich vorher wahrscheinlich dran vorbeigelatscht. Ist da irgendeine Seite? Ich sehe im Moment nichts. Wow! Okay, jetzt hat sich's eh erledigt. Boah. Ja, wie gesagt, das war Let's Play Slender. Wenn ihr das auch spielen wollt, dann wie gesagt, unten ist ein Link in der Beschreibung zum Download, komplett kostenlos von einem Indie-Spielehersteller entwickelt. Wenn ihr selber spielen wollt, und dann muss ich mir jetzt gut überlegen, ob ich das nochmal mache, aber ja, mal sehen. Let's Play Slender. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.